Kinder, wir gehen los zur Imkerin. Hoffentlich werde ich dort nicht gestochen. Ach was, die Imkerin hat bestimmt irgendwelche Methoden, um das zu verhindern. Wie lange müssen wir dorthin laufen? Der Weg dauert ungefähr 20 Minuten. So lange? Das ist doch nicht lange. Na kommt, los geht's. Mann, ich kann nicht mehr. Meine Füße tun weh. Und ich hab voll Hunger. Da vorne ist es doch schon. Hallo. Guten Tag, schön, dass ihr da seid. Ich bin Isabella und bereits seit 13 Jahren Hobby-Imkerin. Wie sind Sie denn zum Imkern gekommen? Ich habe früher im Biologieunterricht gelernt, wie wichtig die Bienen für uns sind. Das hat mich sehr interessiert. Was wisst ihr denn schon über die wichtige Rolle der Bienen in unserem Ökosystem? Naja, sie machen den Honig, damit wir ihn essen können. Und es würde ohne sie unter anderem weniger Erdbeeren geben. Wieso das denn? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Viele Früchte, Gemüsesorten und Nüsse können nur durch die Bestäubung der Pflanzen wachsen. Und das machen die Bienen. Außerdem vermehren sich durch die Bestäubung auch viele Nutzpflanzen und Wildblumen. Oha, das wusste ich noch gar nicht. Und was machen Imker so? Ich habe ganz viele Aufgaben, nicht nur die Bienenzucht oder die Honigernte. Auch gewinne ich Bienenwachs, der zum Beispiel für Kerzen benutzt werden kann. Oder ich pflege die Bienenstöcke und kontrolliere den Gesundheitszustand meiner Bienen. So, dort steht der Bienenstock. Sind da die Waben drin? Ganz genau. Ich werde gleich mal schauen, ob sie schon reif sind. Aber vorher muss ich Schutzkleidung anziehen. Also Handschuhe und die Kopfbedeckung, die sogenannte Imkerhaube. Das schützt mich vor Stichen. So, jetzt brauche ich noch einen Helfer oder eine Helferin. Kann ich das machen? Ja, gerne. Wie heißt du denn? Pia. Alles klar, Pia. Sieh bitte zuerst diese Schutzkleidung an. Okay. Super. Und jetzt kommt mit zum Bienenstock. Ihr haltet am besten ein bisschen Abstand. Nun brauche ich dieses Gerät. Das ist ein Smoker. Und wozu braucht man den? Da kommt Rauch raus. Die Bienen denken dann, dass es einen Waldbrand gibt und wollen wegfliegen. Hihi, also legen sie die Bienen rein. Naja, so ungefähr. Davor essen sie noch schnell Honig und werden dadurch träge. Ach so, und dadurch ist das Risiko, dass sie stechen, niedriger. Ganz genau. Na, dann wollen wir mal. Behaltet euch trotz der Bienen bitte ganz ruhig. So, ich hole mal eine Wabe raus. Oh, die ist noch nicht reif, denn der Honig ist flüssig. Magst du es mal bei der nächsten Wabe probieren? Ja, gerne. Steige am besten auf den Hocker. So, ganz ruhig. Ich hab sie. Ja, die Wabe ist reif. Sie hat nämlich eine Wachsschicht. Pia, du kannst die Bienen vorsichtig mit der Feder entfernen. Gut gemacht. Komm, wir bringen die Waben in den Schuppen. Dort machen wir dann weiter. Zuerst entferne ich die Wachsschicht von den Waben. Und wie bekommen wir jetzt den Honig? Die Waben kommen hier in die Honigschleuder. Nun stelle ich den Eimer auf. Du kannst den Hahn aufdrehen. Das mache ich gerne. Lecker. Du kannst gerne mal probieren. Oh ja. Das schmeckt echt gut. Das freut mich. Sie bekommen noch 2 Gläser Honig von mir mit. Vielen lieben Dank. Euch muss ich danken, dass ihr da wart. Es ist wirklich schön hier. Aua, ich glaube, mich hat eine Biene gestochen. Oh, du hast ja noch etwas Honig auf deiner Hand. Da hatte die Biene wohl Hunger und du hast dich wahrscheinlich bewegt. Oh je, aber immerhin steckt der Stachel nicht mehr. Wir müssen die Stelle schnell kühlen, damit du keine Infektion bekommst. Hier hast du ein Kühlkissen. Ruh dich am besten etwas aus. Danke, es ist schon etwas besser geworden. Aber die Biene, die mich gestochen hat, ist jetzt leider tot. Ja, generell ist der Bestand der Bienen sehr gefährdet. Heißt das nicht Bienensterben? Ganz genau. Deshalb müssen wir die Bienen unbedingt schützen, indem wir zum Beispiel Blumenwiesen pflanzen.
Das habe ich schon mal mit meiner Familie gemacht. Sie müssen Maya jetzt unbedingt überwachen. Falls es zu einer allergischen Reaktion kommt, rufen Sie bitte umgehend den Notarzt. Ja, auf jeden Fall. Na dann tschüss. Tschüss. Dürfen wir mit den Kajaks fahren? Ja, klar. Habt ihr das denn schon mal gemacht? Ja, letztes Jahr im Sommercamp. Super. Dann zieht zuerst Schwimmwesten an. Und los geht's. Das ist so cool. Ah! Oh nein, Bennett. Alles in Ordnung? Ja, aber ich muss mich jetzt umziehen. Wie geht es dir, Maya? Schon viel besser. Na, dann können wir ja zusammen den Stockbrotteig für später backen. Oh ja, wir machen auch mit. Das freut mich. Zuerst brauchen wir 400 Gramm Mehl. Ich mache jetzt das Lagerfeuer. Juhu, ich freue mich schon. Einige Zeit später. Es ist voll cool am Feuer. Felix, pass mal mit deinem Stockbrot auf, sonst brennt es noch an. Oh, stimmt. Mist, schon etwas angekokelt. Aber schmecken tut es trotzdem. Schade, dass wir keine Marshmallows dabei haben. Ja, aber schaut mal, eine Tafel Schokolade. Vielleicht können wir Schokolade in den Teig legen. Naja, das ist zwar ziemlich ungesund, aber ausnahmsweise könnt ihr das ja probieren. Yay, mein Stockbrot ist fertig. Das ist so lecker. Also von mir aus könnten wir jeden Tag ein Lagerfeuer machen. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.